Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 166. Mathe-Video. Heute erkläre ich die zweite Aufgabe bezüglich des Themas Zylinder. Und zwar, wenn ihr euch entsinnt, müssen wir eben gucken, wo stehen sie? Ja, hier unten. Man faltet ein DIN A4 Blatt mit den Kantenlängen X und Y auf zwei Arten zu einem Zylindermantel zusammen, gib alle bekannten Größen an, berechne das Verhältnis der Volumina. Ja, eine theoretische Aufgabe. Ich habe das hier mal aufgemalt. Ich habe also ein DIN A4 Blatt mit den Kantenlängen X und Y. Und jetzt kann ich das auf zwei Arten zusammenfalten. Einmal ich wickle das also hier um die X-Achse auf, also so herum. Dann kriege ich also so einen hohlen länglichen Zylinder. Und die zweite Möglichkeit ist, ich nehme das Blatt also quer, dann kriege ich einen etwas gedrungenen und dafür einen breiteren Zylinder, ja, mit einem größeren Durchmesser unten. Ja, das ist eigentlich jetzt nicht so wild, man muss einfach nur die Formeln einmal aufschreiben. Also, in diesem Falle ist das Y die Höhe des Zylinders und die andere Kantenlänge hier unten, also dieses ist ja der Umfang des Zylinders, weil das ja zu einem Kreis zusammengebogen wird, also ist der Umfang ist 2πr. 2πr ist also genauso lang wie die Seite x und daraus kann ich dann den Radius berechnen, indem ich durch 2π teile, also r ist gleich x durch 2π und damit habe ich eigentlich schon die wesentlichen Größen bestimmt. Jetzt sehe ich gerade, habe ich leider den Mantel 2πxy, okay, kann man im Kopf machen. Entschuldigt, den Mantel habe ich vergessen. Das Volumen, ach, die Oberfläche habe ich auch nicht aufgeschrieben. Das ist nicht schlimm, das überlasse ich euch dann. Gut, es geht auch um die Verhältnisse der Volumina. Also ich mache das jetzt einmal vor, der Rest ist dann Eigenarbeit. Ich schreibe das Volumen dieses Zylinders mal auf. Das Volumen ist also Grundfläche mal Höhe. Das ist 2πr² mal h. In diesem Falle ist der Radius ja x durch 2π, das habe ich eingesetzt, 2π mal x durch 2π, schön in Klammern zum Quadrat, mal der Höhe y. Und wenn ich das jetzt auflöse und alles auf einen Bruchstrich schreibe, kriege ich 2π mal x² mal y in den Zähler und unten 4π² im Nenner. Da kann ich die 2 hier oben gegen die 4 hier unten kürzen, da bleibt unten eine 2 stehen. Ein Pi kann ich oben und unten rauskürzen. Unten bleiben dann 2π stehen. Und oben bleiben x²y stehen. Ihr seht, da habe ich die 1 hingeschrieben und dann x²y, weil 1 durch 2π ja eine Konstante ist. Das war also das erste Volumen. Beim zweiten Volumen geht das genauso. Im Prinzip, also das eine ist y, das andere ist x. Jetzt ist die Höhe des Zylinders, ist diesmal das x. Der Umfang des Zylinders ist immer noch 2πr, das ist aber diesmal die gegebene Größe y. Also 2πr ist gleich y oder r ist gleich y durch 2π. Jetzt kann ich erstmal hier die Ansicht vergrößern. Irgendwie ist mir das zu klein geworden. Ah, so ist das viel schöner. So. Zweites Volumen, das geht völlig analog zu oben. Volumen ist immer noch 2πr² h. Ich setze das r ein, schön in die Klammer mit hoch 2, also 2π mal Klammer auf, y durch 2π in Klammern mal x. Dann kriege ich oben wieder 2π mal y² mal x im Zähler und im Nenner 4π². Die 4 und die 2 kürzen sich, Pi und hier unten das Pi kürzt sich weg und es bleibt stehen 1 durch 2π y² x. Ja, das ist jetzt, wenn jemand sagt, das wusste ich vorher, okay. Jetzt setze ich die noch zueinander ins Verhältnis. Da sage ich nochmal Thema Doppelbrüche. Immer erstmal schön hinschreiben, was man hat. Also 1 durch 2πx y durch 1 durch 2π y² x. Da kann ich schöner freundlicherweise das 1 durch 2π sofort kürzen, weil nur Brüche, weil nur Faktoren stehen. Ein x aus dem Zähler fällt raus gegen das x im Nenner und ein y fällt raus und es bleibt stehen x durch
Y. Ja, das ist durchgestrichen, genau. X durch Y. Ja, wie jemand sagt, das wusste ich schon vorher. Das Verhältnis der entsprechenden Zylindervolumina ist gleich dem entsprechenden Seitenverhältnis der Länge der Seiten des DIN A4-Blattes, muss das eigentlich heißen. Okay. Ja, Mantel, habe ich eben schon gesagt, 2 Pi RH mit, wenn R und H festgelegt sind, braucht man das nur noch einzusetzen. Oberfläche haben wir auch mal auseinandergelassen. Das ist ja Mantel plus 2 mal, also Mantel plus Boden plus Deckel. Und das ist ja im Prinzip dann nur die Herleitung und die Verkürzung einer Formel. So, das waren die Zylinder. Nächstes Mal wird es schwieriger. Da machen wir, muss ich mal gucken, machen wir Pyramiden. Das ist kompliziert. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Bedanke ich mich ganz herzlich für. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt ihr mich weiter. Wenn nicht, verschweigt, dass es mich gibt. In diesem Sinne sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.